Ich rufe auf den Tagesordnungspunkt 24. Erste Lesung des Gesetzentwurfs der Fraktionen der CDU und BÜNDNIS 90 die GRÜNEN für ein hessisches Gesetz zur Anpassung des hessischen Datenschutzrechts an die Verordnung EU Nr. 2016/679 und zur Umsetzung der Richtlinie EU-Richtlinie Nr. 2016/680 und zur Informationsfreiheit. Drucksache 19/5728, Redezeit vereinbart 7,5 Minuten. Zur Einbringung hat das Wort Herr Abg. Heinz für die Fraktion der CDU. Herr Präsident, meine sehr geehrten Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen! Für die Koalitionsfraktionen bringe ich das Gesetz ein zur Anpassung des hessischen Datenschutzrechts an die EU-Datenschutzverordnung und zur Informationsfreiheit. Wir legen Ihnen heute ein umfangreiches Gesetz vor, das dem Ruf Hessens als führendem Datenschutzland gerecht wird und die neuen europäischen Vorgaben konsequent umsetzt. Die EU-Datenschutzverordnung und die JUI-Richtlinie zum Schutz personenbezogener Daten waren der Anlass zur Anpassung des Landesrechts. Den Datenschutz nehmen wir aber natürlich so ernst, dass wir das Datenschutzrecht ganz gründlich evaluiert und in Teilen auch neu gefasst haben. Bedanken möchte ich mich schon jetzt bei Herrn Prof. Ronellenfitsch, unserem Datenschutzbeauftragten, der wertvolle Hinweise zur Überarbeitung des Gesetzes gegeben hat. Wesentliche Änderungen betreffen auch ihn tatsächlich selbst, nämlich die Arbeit des Datenschutzbeauftragten. Wir halten es für richtig, dem Datenschutzbeauftragten künftig mehr rechtlichen Handlungsspielraum zu geben. Dem Datenschutzbeauftragten sollen Befugnisse eingeräumt werden, die er für die verlässliche und zweckmäßige Kontrolle von privaten und öffentlichen Stellen benötigt. Er bekommt in § 14 des Gesetzentwurfs umfassende Abhilfe- und Durchgriffsrechte, um die Verletzungen von datenschutzrechtlichen Bestimmungen auch zu ahnden. Außerdem regeln wir in § 4 des Gesetzentwurfs erstmals die allgemeinen datenschutzrechtlichen Grundlagen für die Videoüberwachung. Die Videoüberwachung soll demnach künftig zulässig sein, wenn sie erstens zur Aufgabenerfüllung öffentlicher Stellen, zweitens zur Wahrnehmung des Hausrechts oder drittens zur Wahrnehmung berechtigter Interessen für konkret festgelegte Zwecke erforderlich ist und keine Anhaltspunkte entstehen, dass schutzwürdige Interessen der Betroffenen überwiegen. Damit ist die Abwägung von öffentlichen Interessen und den schutzwürdigen Interessen des Einzelnen auf eine stabile rechtliche Grundlage gestellt. Weiterhin wollen wir mit dem neuen § 19 Absatz 5 des Gesetzes Behörden als auch dem Datenschutzbeauftragten ermöglichen, Entscheidungen gerichtlich überprüfen zu lassen. Hier griff bislang das Verbot des sogenannten In-sich-Prozesses, das heißt, öffentliche Stellen können nicht gegeneinander prozessieren vor dem Verwaltungsgericht. Künftig soll aber eine solche juristische Klärung von Konflikten möglich sein im Interesse der Rechtssicherheit. Wichtig ist ferner die geplante aufschiebende Wirkung von Rechtsbehelfen gegen die Pflicht zur Löschung. Mit dem 19 Absatz 6 soll irreversiblen Löschungen vorgebeugt werden. Gestärkt wird auch hiermit in Zweifelsfällen künftig die gerichtliche Kontrolle von Entscheidungen des Datenschutzbeauftragten. Und, das ist vielleicht auch von besonderem Interesse, enthalten sind in unserem Gesetzentwurf auch umfangreiche Regelungen zur Informationsfreiheit. Und es ist auch kein Geheimnis. In der Vergangenheit hatten die Koalitionsfraktionen ja zum Teil auch unterschiedliche Auffassungen. Das ist bekannt. Wir haben jedoch, wie so oft in dieser Koalition, auch hierfür eine sehr gute Lösung gefunden. Das wird Sie auch nicht überraschen. Denn, meine Damen und Herren, Erfahrungen aus anderen Ländern zeigen, 70% der Anfragen betreffen kommunale Behörden. Die Kommunen hatten auch in der Vergangenheit die stärkste Kritik geäußert an einem möglichen Informationsfreiheitsgesetz. Und anders als es in der Vergangenheit von anderer Stelle initiiert war, wollen wir niemanden zwingen, sondern wir haben uns ausgesprochen für eine kommunalfreundliche Regelung und Lösung. Unmittelbar verpflichtet werden nämlich durch nach unserem Gesetzesvorschlag nur Behörden des Landes. Die Kommunen erhalten die Option, das Gesetz für ihre Behörden für anwendbar zu erklären. Sie müssen es aber nicht. Das ermöglicht es ihnen, den Kommunen, die es wollen, mit wenig Aufwand den gleichen Rechtsrahmen wie das Land zu setzen für sich und auch eine rechtliche Sicherheit und Stabilität zu bekommen, da sich ja eine einheitliche Rechtsprechung auf Dauer entwickeln wird und auch eine einheitliche Verwaltungspraxis. Wir können es also den Kommunen, die eine entsprechende Regelung haben wollen, empfehlen, sich unter den gleichen rechtlichen Schirm eben dort zu begeben. Es hätte einen
durchaus einen gewissen Vorteil, hier zur landeseinheitlichen Praxis zu kommen. Es gibt aber auch Kommunen, die bereits Informationsfreiheitssatzungen haben. Diese können die selbstverständlich beibehalten, wenn sie damit zufrieden sind und damit gute Erfahrungen gemacht haben. Und Kommunen können natürlich auch für sich entscheiden, dass sie keine Regelung zur Informationsfreiheit wollen oder benötigen. Das ist auch genauso gut eine Option. Viel kommunalfreundlicher kann man eigentlich nicht sein in dem Zusammenhang. Und schließlich, das betrifft wieder den von uns allen sehr geschätzten Datenschutzbeauftragten des Landes. Schließlich soll dieser Datenschutzbeauftragte künftig auch zugleich der Informationsfreiheitsbeauftragte werden. Denn er ist aus unserer Sicht die geeignete, unabhängige Stelle, die auch hier die Einhaltung überwachen und kontrollieren kann. Daher, wenn ich das zusammenfasse, schlagen wir Ihnen auf über 300 Seiten ein umfangreiches Gesetz vor im Interesse des Datenschutzes. Wir wollen ihn damit weiter stärken. Wir schlagen erstmals vor Regelungen zur Informationsfreiheit. Wir wollen diese bündeln und ausweiten. Und es ist, wenn man es zusammenbindet, ein gutes Gesetz, das wir jetzt in aller Ruhe in den Ausschüssen und im Landtag beraten werden und das rechtzeitig vor Mai dann in Kraft treten kann. Herzlichen Dank. Das Wort hat Herr Abg. Dr. Hahn für die Fraktion der FDP. Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen! Derjenige, der negativ daran geht, würde sagen, zu spät. Derjenige, der positiv daran geht, würde sagen, was lange währt, wird endlich gut. Ich will einmal den Mittelweg wählen und will sagen für die FDP-Fraktion, kurz vor knapp, gerade noch geschafft. Das ist die Zeit, der zeitliche Rahmen, den Sie, liebe Kolleginnen und Kollegen von CDU und von den GRÜNEN, uns gegeben haben. Für diejenigen hier im Raum, die nicht wissen, worüber wir reden, über das reden wir hier. Das ist dick. Das hat viele Seiten und zu allem Ärger, und das sage ich als Einziges auch sehr emotional, man macht das nicht, so etwas vorzulegen in der letzten Minute vor Ablauf der Frist. So geht man mit Kollegen nicht um. Das macht man einfach nicht. Man hätte ja z.B., wenn die Rosselstraße am Montagabend noch etwas beschließt, schon vorher einmal den Kollegen Fachsprechern sagen können, hier ist der erste Entwurf, könnt ihr wenigstens schon einmal durchlesen, damit ihr ein bisschen wisst, worum es geht. Das ist hier wieder nicht geschehen. Und das, liebe Kolleginnen und Kollegen von den Schwarzen und den GRÜNEN, das müsst ihr euch endlich einmal abgewöhnen, oder es wird euch nächstes Jahr von anderen abgewöhnt. Das ist ein Verfahren, das diesem Hause und den Kolleginnen und Kollegen nicht würdig ist. Inhaltlich konnten wir in den verbliebenen sechs Tagen, war das überhaupt so lange? Na doch, sieben Tagen, konnten wir bisher noch nicht viel Schlimmes finden. Das können Sie jetzt wieder als Lob empfinden, so wie die Diskussion der letzten Tage bei der Haushaltsdebatte ja immer gewesen ist. Nicht viel geschimpft heißt fast gelobt. Und ich kann Ihnen sogar sagen, dass wir als Freie Demokraten in vielen Punkten den Weg, der dort in dem Gesetz gewählt worden ist, mitgehen werden. Das ist eine Petitesse, aber macht deutlich, dass Sie auch die Anregungen aus diesem Hause aufgenommen haben. Es war eine Idee, die ich vor anderthalb Jahren von diesem Pult aus für die Freien Demokraten vortragen konnte, dass wir davon ausgehen, dass der Datenschutzbeauftragte, unser heißt derzeit Prof. Ronellenfitsch, auch Informationsbeauftragter werden soll. Das haben Sie aufgenommen. Der Kollege Heinz hat eben darauf hingewiesen. Sie haben viele andere Dinge aufgenommen, die immer wieder unter dem Obersatz stehen, Hessen ist beim Datenschutz vorn. Hessen war das erste Bundesland, das sich 1970 mit dem Thema Datenschutz beschäftigt hat, war das erste Bundesland, ich würde sogar behaupten wollen, innerhalb der Europäischen Union, das einen Datenschutzbeauftragten installiert hat. Und wir waren immer stolz darauf gewesen, egal, wer gerade vom Volk legitimiert auch die Regierungsverantwortung hatte, dass wir uns beim Datenschutz darauf konzentriert haben, dass wirklich die Daten der Bürgerinnen und Bürger geschützt werden und nicht, dass wir Placebos abliefern. Meine sehr verehrten Damen und Herren, vieles von dem finden wir in Ihrem Gesetzentwurf wieder.
Sie können sicher sein, dass wir ihn kritisch begleiten werden, vielleicht auch mit dem einen oder anderen Verbesserungsvorschlag kommen werden. Aber einiges möchte ich am Anfang, einiges habe ich gar keine Zeit dazu, weniges hier noch fragen. Sie wissen ja, dass ich als Vorsitzender des Unterausschusses für den Datenschutz hier in diesem Hause auch ein bisschen Verantwortung dafür sehe, dass die Beratungen durchgeführt werden. Und deshalb hatte ich, als ich merkte, also wie sind wir da ehrlich miteinander, die Schwarzen und die Grünen haben lange inhaltlich gerungen, deshalb hat es so lange gedauert. Und es hat nichts mit Berlin und hat nichts mit Europa zu tun, sondern es war eine inhaltliche Auseinandersetzung gewesen, ist ja auch okay. Nein, nein, also wenn das gerade du, Jürgen, das sagst, das überrascht mich jetzt noch ganz besonders. Aber wer als PG gewählt ist, ich gratuliere dir noch einmal persönlich ausdrücklich für diese Wahl. Aber meine sehr verehrten Damen und Herren, ich habe dann nachgefragt, wie viele Gesetze müssen denn geändert werden? Und da gab die Antwort der Landesregierung vom 27. April dieses Jahres 70. 70. Okay. Jetzt haben wir verglichen, das ist ja relativ einfach machbar. Also einige von den Gesetzen, die Sie jetzt geändert haben, waren bei den 70 nicht dabei, wie z.B. die Landeshaushaltsordnung. Aber warum sind viele von den 70 nicht bei den jetzt geänderten 28 dabei? Wollen Sie das anders lösen? Wollen Sie das über Verordnungen lösen? Oder wie soll das funktionieren? Und bedenken Sie bitte, das Datum, das Verfallsdatum für hessischen Sonderweg-Datenschutz ist der 25. Mai des nächsten Jahres. Da kriegen wir auch keine Fristverlängerung oder irgendwie sowas. Ich bin ja lange als Anwalt tätig und weiß, das Liebste, was ein Anwalt macht, ist, am letzten Tag noch eine Fristverlängerung zu beantragen. Die Europäische Kommission kann das nicht tun, weil es sowohl in der Verordnung wie auch in dem anderen Recht im Europäischen festgelegt ist, dass zwei Jahre nach Inkrafttreten es keine Sonderwege mehr geben kann. Und das Inkrafttreten war der 26. Mai 2016. Also, warum ist z.B. das Fraktionsgesetz nicht mehr hier dabei? Warum, meine sehr verehrten Damen und Herren, sind andere, ich will Sie jetzt überhaupt nicht belasten, mit den verschiedensten Gesetzen nicht dabei? Darauf erwarte ich, und zwar schon vor der Anhörung, eine Antwort darauf. Ansonsten, wenn sie nicht gleich kommt, wird eine kleine Anfrage Sie dazu motivieren, diese Fragen vorher noch beantworten zu müssen. Wir möchten das schon genau wissen. Wird hier in irgendeiner Weise möglicherweise hessisches Datenschutzrecht dann doch nicht verfeinert umgesetzt, sondern fallen wir zurück in die Klauseln, die uns Europa vorgeschrieben hat? Meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen, eine letzte Bemerkung, über die wir auf alle Fälle reden müssen, ist das Thema Kostenfreistellung. Man kann es so machen, wie Sie es vorgeschlagen haben. Aber muss man es so machen? Wenn man sich die anderen Bundesländer anschaut, fast alle machen es anders. Ich rede jetzt nicht dafür, mich bitte jetzt nicht draußen zu zitieren nach dem Motto, der Hahn ist dafür, dass überall Kosten erhoben wird. Aber ich würde schon mal ganz gerne wissen, warum dieser hessische Sonderweg in diesem Falle gewählt wird oder ob es nur eine politische Entscheidung gewesen ist. Ich weiß als Politiker, politische Entscheidungen müssen getroffen werden, aber auch da hätten wir ganz gerne eine Antwort. Klug halte ich, letzte Detailthema, dass Sie eine Regel schaffen für die Dauer der Amtszeit des Datenschutzbeauftragten. Und zwar eine abweichende Haltung wie bisher. Es gibt keinen Sinn, dass der Datenschutzbeauftragte an eine Legislaturperiode dieses Hauses gebunden ist. Nun sind wir ja nicht so geübt darin, dass wir Neuwahlen haben, aber ich persönlich habe alleine zwei erlebt. Bei der ersten bin ich das erste Mal reingekommen, und nach der zweiten bin ich zum Chefministerpräsidenten gewählt worden. Also eigentlich eine gute Sache, Neuwahlen in Hessen zu machen, aber so häufig machen wir es dann ja doch nicht. Also ist es schon ganz klug? Ist es schon ganz klug? Nein, ich dementiere auch sämtliche Wünsche, noch irgendetwas davon zu wehren. Bitte nicht falsch verstehen. Aber es ist schon klug, dass es von der Legislatur abgelöst wird. Wir müssen uns bitte aber auch darunter halten, liebe Kolleginnen von Union und von den Grünen, ob wir eine Wiederwahl, mehrere Wiederwahlen zulassen oder nicht. In vielen anderen Bundesländern gibt es nur eine Wiederwahl oder aber einen langen Zeitraum, und dann ist Ende Gelände. Also, Sie merken, wir haben uns in der kurzen Zeit dann doch schon mit dem einen oder anderen Thema auch intensiv in der Freien Demokratischen Fraktion beschäftigen können. Wir möchten, dass das hessische Datenschutzrecht auch nach Inkrafttreten der EU-Datenschutzgrundverordnung ein modernes Datenschutzrecht bleibt, und in aller Bescheidenheit, dass das Hessische Datenschutzgesetz auch zukünftig zu den besten Datenschutzgesetzen, in meinem Manuskript steht, in Deutschland, ich ergänze, in Europa zählt. Vielen herzlichen Dank. Na ja, fast Punktlandung.
Nächste Wortmeldung. Herr Holzschuh für die Fraktion der Sozialdemokraten. Danke schön, Herr Präsident, meine sehr geehrten Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen! Weihnachten ist die Zeit, da freut man sich auf Geschenke und Überraschungen, die einem die Lieben zum Fest machen. Da ist eine Vorfreude, eine Spannung. Was wird es geben? Was hat sich der oder die einfallen lassen? Garniert wird es im Vorfeld mit kleinen Hinweisen und Ankündigungen, um die Erwartungen auch so richtig zu steigern. Dann kommt der große Tag, an dem der Beschenkte die Überraschung voller Begeisterung in Empfang nimmt und wieder Socken. Genau das war das, was wir mit dem Gesetzentwurf der Fraktionen von CDU und GRÜNEN zur Anpassung des hessischen Datenschutzrechts in unseren Fächern fanden. Die Vorgabe zeitlich und vom Umfang her wurde von der Europäischen Datenschutzgrundverordnung und der Richtlinie zum Schutz natürlicher Personen bei der Verarbeitung personenbezogener Daten im Bereich von Strafverfolgung und Strafvollstreckung vorgegeben. 25. Mai 2018 wird die Verordnung unmittelbares Recht in der EU. Es war uns allen klar, dass damit umfangreiche Regelungen auch in unserem Länderrecht betroffen sein werden. Also die Richtlinie muss bis Mai umgesetzt werden. Herr Dr. Hahn hat darauf eindringlich hingewiesen. Die Datenschutzgrundverordnung ist eben ein Regelwerk, das die Grundlagen in der EU auf einen gleichen Nenner bringen soll. Ich möchte mich bei allen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der Ministerien bedanken, die in großer Fleißarbeit das in den letzten Monaten umgesetzt haben. Denn die Fraktionen von den GRÜNEN und von der CDU waren mit Sicherheit an diesem Vorschlag am wenigsten betroffen. Ich denke, wir werden uns die Umsetzung in der ausstehenden Anhörung zu den Änderungen ausgiebig anschauen. Und vieles wird sich auch erst im Laufe der Anwendung zeigen, sodass, und da bitte ich eindrücklich darum, dass wir eine frühzeitige Evaluierung der Änderungen bei den 28 betroffenen Gesetzen sicher sehr dringend und notwendig brauchen werden. Meine Damen und Herren, auf den ersten Blick, und Herr Hahn hat darauf hingewiesen, wir hatten ja wirklich jetzt nur eine Woche knapp Zeit, dieses umfangreiche Werk uns zu Gemüte zu führen. Auf den ersten Blick scheinen die Auskunftsrechte von Betroffenen im Vergleich zur Datenschutzgrundverordnung und auch der Richtlinie sehr, sehr eingeschränkt, vielleicht schon zu sehr eingeschränkt. Ich frage mich, ob hier nicht schon die Grenzen des europäischen Rechts überschritten werden. Zu prüfen ist meines Erachtens auch, ob die Anforderungen aus dem Urteil des Bundesverfassungsgerichts zum BKA-Gesetz mit der Änderung der HSOG tatsächlich erfüllt werden. Auch das wird sicher ein sehr, sehr spannender Punkt bei der Anhörung werden. Aber einen besonderen Blick will ich heute in der ersten Lesung auf die Informationsfreiheit richten. Sie wissen, meine Damen und Herren, wir haben dazu schon in der letzten Legislaturperiode mit den GRÜNEN zusammen, aber auch gerade in dieser Legislaturperiode, wie ich finde, einen sehr, sehr guten Aufschlag gemacht, wie die Informationsfreiheit in Hessen gestaltet werden kann. Wir haben auch immer sehr eindringlich nachgefordert, weil Sie auch im Koalitionsvertrag stehen haben und immer angekündigt haben, dass das jetzt auch endlich auf den Weg kommt. Wir wurden immer vertröstet, man müsste noch evaluieren, man sei aber dran, es dauert noch Gründlichkeit vor Schnelligkeit, immer wieder gern zitiert. Diese Floskeln haben wir ja in dieser Woche auch schon des Öfteren gehört. Meine Damen und Herren, ich verweise nach wie vor auf den Vorschlag der SPD, wie wir den Informationszugang für unsere Bürgerinnen und Bürger in Hessen modern und zukunftsfähig aufstellen können. In der ganzen Zeit haben wir nur gehört von den Regierungsfraktionen gehört, was sie nicht wollen, vielmehr was die CDU nicht will und was die GRÜNEN nicht dürfen. Immer wieder haben wir angemahnt, dass wir in Hessen in diesem Bereich mit zwei anderen Bundesländern das Schlusslicht in der Bundesrepublik Deutschland darstellen, wenn wir nicht unsere Bürgerrechte an dieser Stelle stärken. Und von Hessen vornherein und vom Vorreiter im Bereich des Datenschutzes ist, glaube ich, Hessen schon lange entfernt. Und jetzt kommt dieser Gesetzesvorschlag auf den Tisch. Also, wenn man ein Beispiel braucht, wie man Informationsfreiheit in Hessen in den Sand setzt, dann ist es mit diesem Gesetzentwurf gelungen. Der Entwurf
Der Entwurf, meine Damen und Herren, hat mit Informationsfreiheit nicht viel zu tun. Er sieht vor, dass weder Gemeinden noch Landkreise noch Polizei noch Verfassungsschutz Auskunft geben müssen. Ich möchte einmal wissen, wie von Ihnen immer angemerkt, jahrelang bei den anderen Ländern evaluiert wurde. Das wurde mit Sicherheit nicht evaluiert. So etwas kommt also dabei heraus, wenn die GRÜNEN ein Gesetz wollen und die CDU nicht. Wir machen zwar ein Gesetz, aber es gilt für die meisten nicht. Auch eine Möglichkeit, das Regieren einzustellen, meine Damen und Herren. Die SPD-Fraktion lässt bei der Forderung nach einer vernünftigen Einführung eines Informationsfreiheitsgesetzes in Hessen nicht locker. Wir wollen durch einen leichteren Zugang zu Dokumenten von Behörden die Kontrolle staatlichen Handelns verbessern, und wir wollen, dass politische Entscheidungen für die Bürger besser nachvollziehbar werden können. Wir wissen seit Jahren über die Erfahrung mit der unendlichen Anzahl von Skandalen in Hessen. Transparenz ist der natürliche Feind der CDU. Transparenz fördert, meine Damen und Herren, fördert Meinungsbildung und politische Teilhabe. Und das, und das erkennt man an diesem Gesetz, das wollen Sie offensichtlich gerade nicht. Vor dem Grundsatz, dass amtliche Informationen von Behörden auf Antrag veröffentlicht werden müssen, ist nicht viel übrig geblieben. Aber das ist doch gerade der Kern von Informationsfreiheit. Nach dem Entwurf der Regierungsfraktionen sind nur Landesbehörden zur Auskunft verpflichtet. Die meisten Informationen sind doch aber, und das haben Sie selbst gesagt, Herr Heinz, bei den Städten und Gemeinden, bei den Landkreisen. Außerdem haben die Bürgerinnen dort das höchste Interesse, weil sie auch am nächsten an den Entscheidungen dran sind. Aber gerade dort setzen Sie das Gesetz faktisch nicht um. Die Kommunen müssen selbst über eine Satzung entsprechenden Regeln. Das wird zu einem Flickenteppich in Hessen führen. Im einen Ort ist es möglich, im anderen Ort ist es nicht möglich. Da gibt es die Satzung, da gibt es die Satzung. Das kann doch nicht Ihr Ernst sein. Meine Damen und Herren, um auf das Bild mit den Socken zurückzukommen, bei dem uninspirierten Geschenk kann man ja noch denken, na ja, Socken wenigstens. Aber Ihre haben auch noch Löcher. Selbst bei den Landesbehörden nehmen Sie wichtige Bereiche heraus, die gerade bei der Informationsfreiheit im Fokus stehen. Der Verfassungsschutz und die Polizei sind ausdrücklich von dem Gesetz ausgenommen. In allen anderen Bundesländern ist die Polizei nicht befreit. Überall sind die Polizeibehörden auskunftspflichtig. Ich kann nur wiederholen, was haben Sie in den letzten Jahren evaluiert? Die anderen Bundesländer an dieser Stelle bestimmt nicht. Dass die CDU das nicht will, können wir uns denken. Aber dass die GRÜNEN das mitmachen müssen, na ja. Das Bild, das ich mir bisher von dem Gesetzentwurf für den Bereich Informationsfreiheit machen kann, hat leider nichts mehr von Hessen vorn zu tun. Ich habe es schon erwähnt. Vieles von dem, was im Gesetzentwurf steht, bedarf meines Erachtens im Übrigen auch noch der Interpretation. Zum Beispiel der Bereich bei Herausgabe von Informationen kann untersagt werden, wenn rein wirtschaftliche Interessen vorliegen. Wie soll denn der Sachbearbeiter das an der Stelle zum Beispiel selbst entscheiden, oder wie soll er das überhaupt bestimmen können? Ja? Wer bestimmt das? Wer überprüft so etwas? Also, das sind noch viele, viele Ungereimtheiten in einem wirklich. Ich komme zum Schluss, Herr Präsident. Das ist ein totkompromisster Gesetzentwurf. Wir machen ein Gesetz, aber es gilt für niemanden. Willkommen bei schwarz-grünem Regierungshandel. Danke. Nächste Wortmeldung, Herr Dr. Wilken für die Fraktion DIE LINKE. Herr Präsident, meine sehr verehrten Damen und Herren! Bevor ich dort fortfahre, wo Herr Schuh gerade geendet hat, von mir auch eine kurze Bemerkung zu dem durchaus überwiegenden Teil dieses Gesetzentwurfs, nämlich die Anpassung an europäisches Datenschutzrecht. Auch wir haben uns bei der Durchsicht dieses Werks gefragt, was ist denn jetzt eigentlich mit den ganzen Gesetzen, die einmal angekündigt waren, dass wir sie ändern müssen, aber jetzt nicht geändert werden. Eine solche Begründung sind Sie uns bisher schuldig.
Das ist aber auch ein Gesetzentwurf nicht von Ihnen, sondern von den Fraktionen. Entschuldigen Sie, Herr Minister. Ja, ich weiß auch, wo das herkommt, aber trotzdem richte ich jetzt einmal meine Kritik als Erstes an die, die das hier eingebracht haben. Aber vielleicht werde ich ja nachher schlauer, wenn Sie gesprochen haben, Herr Beuth. Soweit jetzt zur Anpassung an europäisches Datenrecht. Ich habe, Herr Heinz, jetzt eben vernommen, dass Sie gesagt haben, dieses Werk enthält umfangreiche Bestimmungen zur Informationsfreiheit. Damit Sie alle nachfolgen können, wie umfangreich das ist, möchte ich noch einmal darauf hinweisen, auf diesen 300 Seiten beschäftigen sich 3,5 Seiten mit der Informationsfreiheit. Ich kann Ihnen jetzt schon ankündigen, dass wir selbstverständlich in der Anhörung sehr genau zuhören werden. Aber meine derzeitige Überzeugung ist, dass wir seitens der LINKEN einen Änderungsantrag schreiben werden, diese 3,5 Seiten aus dem Entwurf auch wieder zu entfernen. Kein Informationsfreiheitsgesetz ist besser als das, was Sie hier vorschlagen. Ich frage mich auch, was haben Sie eigentlich evaluiert an den anderen Ländergesetzgebungen? Sie haben schon vor einem Dreivierteljahr mitgeteilt, dass die Evaluation abgeschlossen ist. Auf meine Nachfrage, ob Sie uns die Evaluationsergebnisse zur Verfügung stellen, haben Sie gesagt, nein. Das waren dann Sie, Herr Beuth. Jetzt habe ich geguckt, wenn dieses Informationsfreiheitsgesetz hier gesetzt wird, habe ich denn dann ein Auskunftsrecht gegenüber der Regierung, endlich diese Evaluationsunterlagen zu bekommen? Meine Damen und Herren, nein, nein, das ist da nicht geregelt. Also so eine Regelung und sich dann dafür noch zu loben, dass jetzt endlich hier Informationsfreiheit ist. Entschuldigen Sie, und da gucke ich jetzt vor allen Dingen die Damen und Herren von den GRÜNEN an. Also das ist wirklich unter aller Würde. Das haben Sie wirklich nicht verdient. Meine Damen und Herren, von der Logik her noch einmal gedacht, mündige Bürgerinnen und Bürger machen unsere Demokratie aus. Nur mündige Bürgerinnen und Bürger, die auch gegenüber einer Verwaltung mündig auftreten und sagen, das, was ihr dort wisst, gehört nicht der Amtsstube, sondern gehört uns als Bürgerinnen und Bürger. Das ist ein fortschrittliches Verständnis von Demokratie und der sie konstituierenden Bürgerinnen und Bürger. Deswegen haben moderne Bundesländer auch kein Informationsfreiheitsgesetz, sondern ein Transparenzgesetz, wo von vornherein klar gemacht wird, alles, was jetzt nicht Geheimnisverrat und so weiter, darüber müssen wir uns überhaupt nicht streiten. Ja, selbstverständlich gibt es Dinge, die nicht weitergegeben werden dürfen. Das ist uns auch allen klar. Aber alles, was weitergegeben werden darf, haben Behörden sofort im Sinne von Open Data transparent zur Verfügung zu halten. Und dann entstehen auch kein Aufwand und dementsprechend auch keine Gebühren, wenn Bürgerinnen fragen, was habt ihr denn da eigentlich entschieden? Sie fallen weit, weit hinter das zurück, was eigentlich moderner Standard ist. Und, meine Damen und Herren von den Regierungsfraktionen, den Vorwurf müssen Sie sich dann schon gefallen lassen und ihn gegebenenfalls entkräften. Offensichtlich wollen Sie keine mündigen Bürgerinnen und Bürger, die hier Verwaltungshandeln im Zweifelsfalle auch kontrollieren. Falls ich jetzt wieder den Gegenzug höre, dass die Kontrolle eben nicht den Bürgerinnen und Bürgern obliegt, erinnere ich Sie daran, sie obliegt mindestens uns hier im Hause, die Regierung in ihrem Handeln zu kontrollieren. Und sie verweigern uns die Unterlagen, die vielleicht verständlich machen würden, wie so etwas entsteht. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Das Wort hat der Abgeordnete Frömmrich. BÜNDNIS 90 die GRÜNEN.
Vielen Dank, Herr Präsident, meine sehr verehrten Damen und Herren! Ich wundere mich schon sehr, wie man in so kleinen Karos hier vorne in so kleinen Karos, wie man in so kleinen Karos über ein solches Gesetzgebungsverfahren sich unterhalten kann. Das spottet in der Tat jeglicher Beschreibung, meine sehr verehrten Damen. Es spottet jeglicher Beschreibung. Wir haben es hier mit einem der größten Datenschutzgesetzgebungsverfahren in Europa zu tun. Das ist ein absoluter Quantensprung. Es ist ein absoluter Quantensprung im Bereich des Datenschutzes. Zum ersten Mal haben wir mit der Umsetzung der Datenschutzgrundverordnung in allen europäischen Ländern gleiche Datenschutzstandards über die Datenschutzgrundverordnung, weil diese Datenschutzgrundverordnung automatisch in allen Ländern Europas gilt. Das hat es vorher nie gegeben. Wir haben in Europa ein. Wollen Sie nun über das Thema in der Tat reden, oder wollen Sie hier nur dazwischen quaken? Ich glaube, dieses Gesetzgebungsverfahren ist so wichtig, dass man sich vielleicht einmal mit den Inhalten dieses Gesetzes beschäftigen sollte und nicht mit dümmlichen Zwischenrufen, meine sehr verehrten Damen und Herren. Dümmlich. Meine Damen, halt Augenblick. Sie haben jetzt das Wort. Wir haben es mit der größten Datenschutzreform in der Europäischen Gemeinschaft zu tun. Datenschutzrecht gilt europäisch. Wir haben das aufgesplitterte Datenschutzwesen nicht. Mit denen haben wir ja viele Probleme gehabt, wenn ich Sie daran erinnere, dass hier Daten gesammelt werden, sie in anderen europäischen Ländern gespeichert werden, andere Standards unterschiedlicher Art gelten. Also das wird mit der Datenschutzgrundverordnung in der Europäischen Union geregelt. Und das ist ein wirklicher Quantensprung, weil es für die Bürgerinnen und Bürger in der Europäischen Union ein Mehr an Datenschutz, ein Mehr an Transparenz und ein Mehr an rechtlichen Möglichkeiten für ihre eigenen Daten gibt. Das ist doch etwas, worüber wir uns alle hier im Hessischen Landtag freuen sollten. Wir sind das Stammland des modernen Datenschutzes. Deswegen sollten wir uns darüber freuen und nicht kleinkariert daran rumkritteln, meine Damen und Herren. Ich komme zu dem Bereich noch, den Sie angesprochen haben. Sie haben in dieser gesamten Debatte in einem Bereich, wo wir uns über 300 Seiten Gesetz vornehmen, haben Sie sich einen kleinen Bereich der Informationsfreiheit herausgesucht. Ich werde darauf gleich eingehen. Überhaupt gar kein Problem. Ich habe damit gar kein Problem, mich mit Ihnen in dieser Frage auseinanderzusetzen. Nur sozusagen aus politischen Gründen, weil das Einzige, was Sie hier ja treibt, ist ja nicht, sich mit dem Inhalt zu befassen, sondern den Versuch zu unternehmen, die GRÜNEN zu diskreditieren an diesem Punkt. Nur deswegen machen Sie doch diese ganz kleinen Karos, meine sehr verehrten Damen und Herren. Und ich will Ihnen nur ein paar Grundverordnung. Kollege Frömmrich, ich zähle das alles nicht ab. Ich beruhige nur die Massen, jetzt dürfen Sie wieder reden. Ihr seid mir sehr laut. Ihr könnt zwischendurch gar kein Problem, aber es ist sehr laut. Also, vielleicht noch einmal auf ein paar Facts einzugehen. Die Datenschutzgrundverordnung gilt explizit auch für Anbieter mit Sitz außerhalb der Europäischen Union, soweit sie ihr Angebot für Bürgerinnen und Bürger der EU anbieten. Jede Stelle Datenschutzkonzepte. Jede Stelle muss nachweisen können, dass sie das Gesamtkonzept zur Einhaltung des Datenschutzes besetzt. Informationsrechte. Bürger müssen informiert werden, welche Daten über sie gespeichert werden. Sie haben Rechte. Privacy by Design. Das heißt, wenn Produkte entwickelt werden, muss man schon an den Datenschutz dabei denken. Risikoanalysen und Folgenabschätzungen müssen angestellt werden. Der Datenschutz in Konzernen wird neu geregelt. Mit Datenschutzverstößen wird anders umgegangen, Aufsichtsbehörden werden anders definiert, und es können Bußgelder bei Verstößen verhängt werden, Bußgelder auch gegen große Konzerne, über die wir hier oft diskutieren, Facebook, Twitter, andere, bis zu 20 Millionen Euro oder 4% des gesamten Jahresumsatzes können von der Europäischen Union als Bußgelder vergeben werden. Das ist doch für den Datenschutz und die Durchsetzung des Datenschutzes ein Quantensprung, meine Damen und Herren. Und Sie sind kleinkariert in dieser Frage. Kleinkariert.
Zweiter Punkt, der umgesetzt wird, da sind Sie mit keinem Satz darauf eingegangen. Was umgesetzt werden muss, ist die Datenschutzrichtlinie. Die Datenschutzrichtlinie, also da, wo es um die Speicherung von Daten für Sicherheitsbehörden und anderes geht. Wir mussten im Gesetz umsetzen, das neue Bundesdatenschutzgesetz ist Bestandteil davon, damit wir auch hier in Deutschland möglichst einheitliche Standards haben, was den Datenschutz angeht. Und das Herzstück dieses Datenschutzgesetzes, was wir Ihnen vorlegen, ist natürlich das Hessische Datenschutzgesetz, und das ist für uns auch elementar, weil natürlich Hessen als Stammland des Datenschutzes einen Anspruch hat. Und wir haben ja in vielen Sitzungen auch des Unterausschusses Datenschutz gehört, wie sich unser Datenschutzbeauftragter auf europäischer Ebene für diese Standards eingesetzt hat. Dafür noch einmal herzlichen Dank, meine sehr verehrten Damen und Herren. Wir haben das alles sehr eng mit dem Datenschutzbeauftragten und seiner Behörde abgesprochen. Und wir haben natürlich, das finde ich besonders gut, wir haben zusätzlich zur notwendigen Umsetzung europäischer Datenschutzreform haben wir eine weitere Regelung des Koalitionsvertrags umgesetzt und in das Hessische Datenschutzgesetz auch Regelungen zur Informationsfreiheit integriert. Das Hessische Datenschutzgesetz wird zum Datenschutz- und Informationsfreiheitsgesetz. Der Datenschutzbeauftragte ist für die Informationsfreiheit zuständig. Es ist schon vielfach in diesem Hause darüber diskutiert worden, und wir legen Ihnen jetzt einen Entwurf vor, über den wir diskutieren können. In einer modernen und lebendigen Demokratie, liebe Kolleginnen und Kollegen, sind die Informationsrechte für Bürgerinnen und Bürger elementar. Daran ändert sich überhaupt nichts. Das ist weiterhin unsere Auffassung. Und ich glaube, wir haben mit dem Koalitionspartner eine gute Regelung in dieser Richtung gefunden. Meine Damen und Herren, wer will, dass Bürgerinnen und Bürger mitgestalten, mitentscheiden, und wer will, dass sie sich einmischen, der muss ihnen auch die Möglichkeiten geben, sich zu informieren. Im Übrigen können informierte Bürger und Bürgerinnen auch Entscheidungen von Verwaltungen besser nachvollziehen. Das haben wir, glaube ich, hier gut geregelt. Und einen Kritikpunkt will ich aufnehmen, die Frage, warum setzen wir das nicht auch gleichzeitig um für die Kommunen? Erstens, wenn Sie sonst hier vorne stehen, reden Sie immer von kommunaler Selbstverwaltung. Wir respektieren kommunale Selbstverwaltung. Ja. Wir respektieren kommunale Selbstverwaltung. Und wir geben den Kommunen die Möglichkeit, dieses Gesetz bei sich anzuwenden. Das können sie machen und diese Verordnung sozusagen für sich in Kraft setzen. Aber was wir nicht machen, das weiß ich doch, da ist doch der Kollege Holschuh, da hinten sitzt er, der Erste, der im Innenausschuss sagt, wenn wir das beschlossen haben für die Kommunen, ist er der Erste, der sagt, das Konnexitätsprinzip setzt ein und wir als Land müssen das bezahlen, was die Kommunen an diesem Bereich ausgeben. Das wissen wir doch, wie das ist. Wir wissen doch, wie das läuft. Wir wissen doch, wie das läuft. Und deswegen noch einmal, wir haben ein hohes Interesse daran, Informationsfreiheit gut zu regeln. Ich glaube, das ist ein guter Schritt. Sie wissen, dass wir als Koalitionspartner in dieser Frage unterschiedliche Auffassungen haben. Am Ende, glaube ich, haben wir Ihnen einen Gesetzentwurf vorgelegt, auch in der Informationsfreiheit, der trägt. Und ich glaube, dass es jetzt unsere Aufgabe ist, Herr Präsident, ich komme dann auch zum Schluss, dass wir im Unterausschuss Datenschutz mit dem Innenausschuss zusammen eine große Anhörung zu diesem Themenkomplex durchführen, uns auch dafür Zeit nehmen, weil das sehr komplex ist. Im Übrigen 28 Spezialgesetze werden in diesem Bereich auch noch geändert. Wir sollten uns da die Zeit und den Sachverstand heranholen. Und ich glaube, am Ende werden wir eine gute Reform des Datenschutzgesetzes in Hessen haben, aber auch eine gute Umsetzung der Datenschutzgrundverordnung und der Richtlinie. Herzlichen Dank. Eine Kurzintervention erbittet Herr Abg. Dr. Wilken. Bitte schön. Herr Präsident, meine sehr verehrten Damen und Herren! Herr Frömmrich, als Erstes bitte ich Sie, noch einmal zur Kenntnis zu nehmen, dass sowohl Herr Holschuh als auch ich sehr wohl auch zu dem Datenschutzteil, dem größten Teil, geredet haben. Das bitte ich zur Kenntnis zu nehmen. Zum Zweiten. Ich wäre jetzt nicht wirklich überrascht, dass Sie wiederum nicht wissen, was in dem Gesetzentwurf, den Sie einbringen, denn wirklich drinsteht. Aber das,
was Sie jetzt gerade hier gesagt haben, die Bedeutung von Informationsfreiheit, das steht eben nicht im Gesetz. Dritte Bemerkung. Die letzte Begründung, warum Sie Kommunen mit diesem Gesetzentwurf nicht verpflichten, fand ich schon entlarvend. Es ist Ihnen also zu teuer. Es ist Ihnen schlicht und ergreifend zu teuer. Wie geht das zusammen mit Ihrem flammenden Plädoyer für Informationsfreiheit und mündige Bürgerinnen? Das Wort hat der Herr Minister Beuth. Bitte schön. Herr Präsident, meine sehr geehrten Damen und Herren! Die Aufregung der Abgeordneten von LINKEN und SPD ist ja eigentlich nur über einen Umstand zu erklären. Ich habe den Eindruck, Sie ärgern sich vor allen Dingen deswegen, weil Sie nicht erwartet hätten, dass wir zu einem Informationsfreiheitsgesetz einen solch guten Kompromiss erreicht hätten. Ich glaube, das ist der wahre Grund, warum Sie sich so ärgern. Sie haben uns das offensichtlich nicht zugetraut. Es ist aber gelungen, meine Damen und Herren. Und das Ergebnis ist sehr, sehr ordentlich und sehr, sehr respektabel. Und da sind wir bei dem Begriff respektabel, Respekt. Also, meine Damen und Herren, bei allem Streit, ich bin Herrn Abgeordneten Hahn sehr, sehr dankbar, dass er das sehr ausgewogen gemacht hat. Aber ich finde mal eins, bei allem Streit über 5, 6, 7 Paragraphen in diesem Gesetz wollen wir doch mal eins nicht verkennen. Das ist wirklich eine Mammutaufgabe gewesen, an der alle Ressorts beteiligt gewesen sind. Da oben bei den Zuschauern sitzen die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter aus dem Hessischen Innenministerium, dieses ganze Gesetzgebungsverfahren vorbereiten mussten und die dafür Sorge tragen mussten, dass an alles gedacht wird, was in der Datenschutzgrundverordnung und in der IJ-Richtlinie sozusagen alles uns aufgegeben wurde an Veränderungen im Datenschutz. Die Art und Weise, wie Sie mit diesem Gesetz hier umgegangen sind, ist alles andere als ein respektvoller Umgang mit der Arbeit von den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern dieses Landes, meine Damen und Herren. Das ist ungehörig, und das will ich hier auch so sagen. Meine Damen und Herren, ich danke ausdrücklich, weil bei Ihrer maßlosen Kritik, die Sie hier an den Tag gelegt haben, haben Sie ja nicht nur die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Landesregierung oder der Ministerien sozusagen angegriffen, sondern Sie haben darüber hinaus auch den hessischen Datenschutzbeauftragten mit angegriffen, der an diesem Werk nämlich mitgearbeitet hat, weil es ohne ihn gar nicht gegangen wäre. Ich bin sehr, sehr dankbar, dass der hessische Datenschutzbeauftragte und die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Datenschutzbeauftragten hier engagiert mitgearbeitet haben, meine Damen und Herren. Und, ja, Herr Kollege Dr. Hahn, Sie haben recht, kurz vor knapp gerade so geschafft, in der Tat, ja. Aber Sie wissen das. Die Kolleginnen und Kollegen hier im Plenarsaal wissen das auch. Die Zuschauerinnen und Zuschauer können das aber wahrscheinlich gar nicht wissen. Ja, es ist so. Wir haben die Datenschutzgrundverordnung, wir haben die IJ-Richtlinie aufgegeben bekommen in Europa. Daraufhin musste der Deutsche Bundestag ein eigenes Bundesdatenschutzgesetz. Ja, Herr Kollege Weiß, Sie haben wirklich gar keine Ahnung von diesen Themen. Deswegen halten Sie doch vielleicht mal ganz kurz den Rand, damit man hier mal einen Gedanken entwickeln kann. So, Herr Minister, ich habe einen Geschäftsordnungsantrag. Bitte schön, Herr Rudolph. Herr Präsident, meine Damen und Herren! Der Minister hat eben zu dem Kollegen Weiß von der SPD-Fraktion gesagt, er soll seinen Rand halten. Ich halte das nicht für parlamentarisch, Herr Präsident. Ich wollte nur sagen, ich gucke mir das an, aber Herr Minister hat das Wort. Bitte schön. Ich entschuldige mich dafür, dass ich Rand gesagt habe. Vorlautes Mundwerk wäre sicherlich richtiger gewesen. Entschuldigung. Meine Damen und Herren, Frau Kollegin Wissler, hier sind schon bedeutend schlimme Dinge gesagt worden auf dieses Ebene. Bedeutend schlimmere. Und jetzt will ich etwas anderes sagen. Wir nähern uns jetzt der 24-Uhr-Grenze. Eben rede ich und sonst niemand.
Ganz, ganz ruhig bleiben. Ich höre das alles, sofern die Akustik es zu mir bringt. Und deswegen wäge ich ab. Und die Abwägung heißt immer, dass ich natürlich immer dazwischen den beiden Meinungen bin. Aber die, ich habe Sie doch gesehen, Herr Kollege Rudolph. Ich rufe Sie auch gleich auf zur Geschäftsordnung. Und deswegen habe ich festgestellt, jawohl, es ist grenzwertig, aber nicht ein Ordnungsruf würdig. Das ist der erste Punkt. Jetzt kommt Herr Kollege Rudolph zur Geschäftsordnung. Herr Frau Kollegin, Entschuldigung, okay, danke. Bitte schön. Sehr verehrten Damen und Herren, wir bitten dann von der Rede des Herrn Ministers den Protokollauszug. Und wenn der Protokollauszug vorliegt, bitten wir um Unterbrechung, Einberufung des Elternrates. Das ist ein das Recht dazu, dass es ist ein ganz normales Recht, was der Kollege Rudolph Anspruch nimmt. Darf ich weitermachen? Wir können auch gleich aufhören. Ist in Ordnung so. Augenblick. Herr Minister, Sie haben das Wort. Ja. Herr Präsident, meine sehr geehrten Damen und Herren! Es ist also ein Mammutwerk, was hier geleistet worden ist in kürzester Zeit. Ich war bei dem Gedanken, den ich Herrn Kollegen Hahn, wo ich Herrn Kollegen Dr. Hahn aufnehmen wollte, kurz vor knapp gerade so geschafft. In der Tat, wir mussten den europäischen Rechtsrahmen umsetzen, aber wir mussten das auch so machen, dass wir am Ende noch synchron mit den Regelungen und mit dem Recht des Bundes im Bereich des Datenschutzes laufen. Das heißt, wir mussten erst abwarten, bis im vergangenen Jahr, in der ausgehenden Wahlperiode, der Deutsche Bundestag das Bundesdatenschutzgesetz geändert hat und darauf aufbauend, um synchron zu laufen in der Gesetzgebung, mussten wir dann darauf aufbauend die Regelungen für den hessischen Datenschutz entsprechend aufbauen. Insofern waren wir unter großem Zeitdruck. Und wenn ich das richtig einzuschätzen weiß und wenn ich das richtig mitgeteilt bekommen habe, dann ist es so, dass ein so umfassendes Datenschutzwerk, wie wir das dem Hessischen Landtag vorlegen, in keinem anderen Bundesland entsprechend so zusammengestellt worden ist. Und jetzt komme ich wieder zum Teil von Respekt. Ich finde, dass das ein sehr, sehr respektables Ergebnis der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Hessischen Landesregierung, der Fraktionen, die das Gesetz tragen, und des Hessischen Datenschutzbeauftragten. Und dafür sage ich herzlich Dankeschön. Und ja, in der Tat, weil es so ist, wie ich Ihnen das gerade geschildert habe, dann wird es wahrscheinlich für kein anderes Gesetz so sehr gelten wie für dieses, von dem man sagt, dass Gesetze nie so in die parlamentarische Beratung hineingehen, wie sie am Ende herauskommen. Weil es ist eben in einem sehr, sehr zeitlich auch engagierten Rahmen von den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern geleistet worden. Lassen Sie mich zu den Inhalten noch ein paar Bemerkungen machen. Wir haben einmal umzusetzen gehabt die Datenschutzgrundverordnung, also neues Datenschutzrecht. Wir hatten die JI-Richtlinie, die wir einzuarbeiten hatten. Und wir haben darüber hinaus das gemacht, worüber Sie sich jetzt ereifern, wo Sie uns immer gebeten haben, dass wir einen entsprechenden Gesetzentwurf vorlegen. Den haben wir Ihnen jetzt vorgelegt zum Informationszugang. Und das ist auch klug, weil es eben einen entsprechenden sachlichen Zusammenhang gibt, weil es geht um personenbezogene Daten, auch beim Informationszugang von Bürgerinnen und Bürgern gegenüber dem Land. Und insofern ist es richtig, dass wir es in einem Gesetz zusammengefasst haben. Und wir haben damit zukünftig nicht nur ein reines hessisches Datenschutzrecht, sondern wir haben ein hessisches Datenschutz- und Informationsfreiheitsgesetz. Und ich finde, das ist eine gute Entwicklung. Meine Damen und Herren, in der Sache gibt es ein paar Regelungen, die hier auch schon angedeutet worden sind, die vielleicht ganz wichtig sind und die ich nur kurz ansprechen möchte. Das Thema Videoüberwachung spielt im Datenschutz natürlich immer eine große Rolle. Wir haben nunmehr eine Regelung für die öffentlich zugänglichen Räume im Hessischen Datenschutz- und Informationsfreiheitsgesetz. Wir haben damit die gleichen Regeln hier in Hessen angelegt, die ansonsten für hessische Behörden, für hessische Unternehmen unter dem Recht des Bundesdatenschutzgesetzes gelten. Insofern war es wichtig, dass wir hier eine synchrone Anwendung haben. Wir haben, und das ist Ihnen schon dargestellt worden,
die Aufsicht entsprechend geregelt und gestärkt. Auch hier denke ich, dass wir einen guten Weg gefunden haben, inklusive der Frage des Datenschutzbeauftragten, das Thema der Wahl des Datenschutzbeauftragten und die Frage, wer ist am Ende für die Informationsfreiheit bei uns in unserem Lande zuständig. Und dann sind wir beim Recht auf den Informationszugang. Ich will dafür nur ganz kurz noch ein paar Bemerkungen machen. Wir haben einen allgemeinen Anspruch auf Zugang zu amtlichen Informationen hier geregelt. Es bleibt dabei, dass wir den Schutz der personenbezogenen Daten natürlich entsprechend gewährleisten müssen, dass wir private und öffentliche Belange gewährleisten müssen. Und das ist in diesem Informationsfreiheitsgesetz auch entsprechend abgebildet. Und, Herr Kollege Holschuh, was nicht richtig ist, was Sie hier eben dargestellt haben, dass Informationsfreiheit sozusagen am Ende die Herausgabe von Informationen nicht für die Polizei, nicht für die Polizei und nicht für das Landesamt für Verfassungsschutz gelten sollen. Das ist nicht richtig, sondern wir haben dort spezialgesetzliche Regelungen. Wir haben im HSOG entsprechende Auskunftsersuchen für Bürgerinnen und Bürger. Wir haben im LfV-Gesetz entsprechende Auskunftsrechte, die die Bürgerinnen und Bürger gegenüber diesen Sicherheitsbehörden haben. Deswegen müssen sie nicht im Informationsfreiheitsgesetz sozusagen parallel am Ende mit Auslegungsschwierigkeiten geregelt werden. Es ist, glaube ich, richtig, so wie wir es gemacht haben, wie wir es angelegt haben. Und zum Schluss, Kollege Frömmrich war so freundlich, da schon darauf hinzuweisen. Jetzt muss ich mal, Herr Kollege Holschuh, ich darf den Kreistagsvorsitzenden hier ansprechen. Also als Kreistagsvorsitzender werden Sie mit hochgekrempelten Ärmeln, hätten Sie im Kreistag gestanden und das Land sozusagen dafür kritisiert, dass es ein Gesetz macht, wo die Landkreise am Ende verpflichtet werden, auf ihre Kosten irgendwelche Informationen herauszugeben, oder die Städte und Gemeinden. Nein, so funktioniert kommunale Selbstverwaltung in unserem Lande wirklich nicht. Kommunale Selbstverwaltung ist auch die kommunale Verantwortung, selbst darüber zu entscheiden, ob man Informationsfreiheit innerhalb ihres Satzungsrechts gewähren möchte oder nicht. Das haben wir hier im Sinne der Städte und Gemeinden und Landkreise gemacht. Ich finde, auch das ist nicht kritikwürdig. Wir werden eine umfangreiche Anhörung zu dem Thema mit Sicherheit haben. Es sind viele Spezialgesetze hier aufgerufen. Der Kollege Hahn hatte vorhin gefragt, warum sind nicht alle 70 Gesetze am Ende in dem Gesetzentwurf aufgegriffen worden. Sie hatten damals gefragt, welche Gesetze sind sozusagen potenziell von dem Datenschutzgesetz welche Gesetze werden wir potenziell davon aufnehmen müssen? Damals waren 70, die uns sozusagen aufgefallen sind. Es ist natürlich in dem laufenden Prozess in jedem Einzelfall geprüft worden, ob dieses Gesetz sozusagen unter dem Regime der Datenschutzgrundverordnung oder der JI-Richtlinie geändert werden muss. Und wir sind am Ende zu dem Ergebnis gekommen, was jetzt hier in dem Gesetz steht. Es gibt einige Gesetze, bei denen wir nicht zu der Überzeugung gekommen sind, dass wir sie ändern müssen. Es gibt aber auch andere, die wir damals noch nicht auf dem Schirm hatten, die nunmehr im Gesetzgebungsverfahren mit drin sind. Das ist die Erklärung dafür. Wir sind schlicht und ergreifend ein Jahr weiter, und eine tiefgehende Prüfung zu dem Datenschutzrecht in Hessen hat stattgefunden. Das ist der Grund dafür, warum das abweicht gegenüber der Kleinen Anfrage, die wir vor einem Jahr beantwortet haben. Ich freue mich auf eine dann vielleicht entspanntere Debatte im Ausschuss, wenn es dann um die Sache geht. Ich glaube, dass wir uns da viel, viel näher sind, als Sie hier gerade eben haben uns alle glauben lassen wollen. Vielen Dank. Jetzt haben Sie da alle 5 Minuten, gell? Das Wort hat der Kollege Holschuh für die SPD-Fraktion. Na ja, zu ein paar Sachen muss man jetzt schon noch einmal auf Stellung beziehen. Gerade, und das trifft mich immer am meisten, weil ich jahrelang in der Verwaltung gearbeitet habe. Also ich habe in meiner Rede klar herausgestellt und mich auch bedankt bei den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der Ministerien, die dieses Gesetz, diesen Gesetzentwurf in monatelanger, vielleicht sogar schon über ein jahrelanger Arbeit herausgearbeitet haben. Und habe auch gleich darauf hingewiesen, dass es von den Fraktionen an der Stelle, die das eingebracht haben, gar nicht möglich gewesen wäre, dass sie das in diesem Umfang zusammengestellt haben. Es ist auch vollkommen richtig, was wir jetzt in der Diskussion auch von allen Fraktionen herausgearbeitet haben.
Die Europäische Datenschutzgrundverordnung, Herr Frömmrich, da sind Sie in großen Teilen in Ihrer Rede darauf eingegangen. Die haben wir auch gar nicht kritisiert. Da sind viele Bereiche hervorragend gut bearbeitet worden. Es sind ein paar Punkte. Wir hatten leider nur eine Woche Zeit. Ich hätte mich sehr gerne auch länger mit beschäftigt und hätte schon mehr Sachen herausarbeiten können. Es sind aber ein paar Sachen dabei, die wir schon im ersten Moment gesehen haben. Und natürlich, und Sie haben auf die, Herr Minister, Sie haben auf die aufs HSOG verwiesen, das sind schon Änderungen drin. Aber unseres Erachtens, was wir jetzt im ersten Moment gesehen haben, als wir das durchgeguckt haben, sind da ein paar Sachen dabei, die über die Datenschutzgrundverordnung hinausgehen, meines Erachtens zu sehr die Rechte der Bürgerinnen und Bürger beschränken. Aber das werden wir in der Anhörung, herausarbeiten. Und ich bin auch als Kreistagsvorsitzender angesprochen worden. Ja, natürlich, auch unser Vorschlag, der zum Informationsfreiheitsgesetz schon vorlag, wurde intensiv im Präsidium vom Hessischen Landkreistag zum Beispiel diskutiert. Und natürlich stecke ich da auch Prügel ein. Das ist vollkommen klar. Ich habe auch lange genug in der Verwaltung gearbeitet, und ich habe mich jetzt lange genug auch mit diesem Thema beschäftigt, dass ich sagen kann, dass überall dort, wo Informationsfreiheitsgesetze eingeführt wurden, genau das eben, wovon unsere Kreise, wovon unsere Städte und Gemeinden Angst haben, überhaupt nicht eingetroffen ist. Es stellt bei vielen Städten und Gemeinden und Kreisen überhaupt gar kein Problem dar, solche Informationen, die sie heute sowieso aufarbeiten müssen, auch ganz einfach elektronisch entsprechend zur Verfügung zu stellen. Das ist in der heutigen Zeit überhaupt kein Problem mehr. Und natürlich gibt es da Ressentiments bei den Behörden und Verwaltungen. Deshalb wird auch das, was Sie vorgeschlagen haben, eine Freiwilligkeit an der Stelle nie umgesetzt werden, weil natürlich die Städte und Gemeinden dafür Angst haben, vor der Mehrarbeit Angst haben, vor der Informationsfreigabe Angst haben. Deshalb ist es so wichtig, dass das Land entsprechend hier Regelungen trifft und dass an der Stelle auf die Konnexität verwiesen wird. Meine Damen und Herren, das hätte ich mir bei vielen, vielen anderen Punkten in diesem Land immer gerne gewünscht, dass das Land auch entsprechend auf die Konnexität geachtet hätte. Ich möchte nur das Ganze, den ganzen Bereich der Doppik nennen, ja? Was das die Städte und Gemeinden und die Kreise in unserem Land gekostet hat, was an Personal gekostet hat und was bringt es letztendlich. Da war auch keine Vehemenz hier in diesem Kreis zu spüren, dass da nach der Konnexität gefragt wurde. An der Stelle, und da finde ich den Verweis auf die Konnexität schon ganz spannend, Dr. Wilken hat ja auch darauf verwiesen, wenn die Konnexität an der Stelle das Problem ist, ja, dann habe ich schon auch meine Zweifel an diesem ganzen Informationsfreiheitsgesetz. Dann geht Ihnen scheinbar gar nicht um die Bürgerrechte an dieser Stelle, sondern es geht Ihnen ganz schlicht und einfach um die Kohle. Danke schön. Meine Damen und Herren, jetzt liegen keine Wortmeldungen mehr vor. Damit können wir feststellen, dass die erste Lesung vollzogen worden ist und wir den Gesetzentwurf zur Vorbereitung der zweiten Lesung in den Innenausschuss federführend und den Unterausschuss für Datenschutz begleitend überweisen. Kein Widerspruch, somit beschlossen.